うわ、それあれじゃないかな。お、This is too much. Too much やね。Alice is too much. Too much だと思う。Alice is too much. もう he's and he's really honest and pure. Pure. Ja, sie sagt immer, ich sei pur wie ein Kind noch. Und das ist für mich eigentlich das größte Kompliment. Jemand anders würde sich vielleicht da beleidigt fühlen. Ich finde das als Künstler ein unglaublich schönes Kompliment, weil Künstler sollten wie Kinder sein. Die kleine Stadt Chur bietet malerische Gassen und schneebedeckte Berge. Hier lebt das Künstlerpaar Katsuyo Okoshiba und Konrad Jörn-Gorli. Sein Atelier hat er im nahegelegenen Dorf Felsberg. Er ist ein Berg von einem Mann. Gut 2 Meter groß und über 100 Kilo schwer. Als Maler verwendet er ausschließlich Ölfarben. Tonnenweise davon. Ich signiere alle meine Bilder auf der Hinterseite, weil mich die Signatur stört im Bild. Und bei diesem Materialauftrag, oder, ist es nachher viel schwieriger, das Bild zu drehen, weil man muss es in eine gewisse Position, um zu trocknen lassen. Darum mache ich das am Anfang. Aktuell arbeitet er an einer Bildserie für eine Ausstellung in London. 18 Bilder, alle im gleichen Format. Der Künstler benutzt für seine Kreationen in der Regel nur 2, manchmal 3 Farben. Mit Schwarz und Weiß zu malen und einfach sonst nicht und vielleicht auch eben sich reduzieren mit den Pinseln, nicht mit 20 Pinseln, sondern vielleicht mal 3, 4 Pinsel zu malen. Das sind Sachen, Herausforderungen, die mir gefallen, weil durch die Reduktion bist du gezwungen, eben das Essentielle dich zu konzentrieren. Da kannst du nicht ein bisschen rummalen. Und mich interessiert das nicht so Offensichtliche, das Versteckte. Konrad verwendet haufenweise Farbe. Das zeichnet seinen Stil aus. Bekannt ist der Naturmensch auch für seine Bergmalerei. Ich würde mich nie als Bergmaler bezeichnen. Ich versuche einfach, diese Kraft irgendwie auf meine Leinwand zu bringen. Und das gelingt mir natürlich nur in bescheidenem Maße, aber ich versuche es wenigstens, dass es also auch ähnlich funktioniert eigentlich. Das sind, wenn man die Bilder anschaut, sie sind ja tektonisch aufgebaut. Das sind nicht irgendwelche Abbilder. Es geht mir um die Energie. Also wenn ich mir vorstelle, als diese Berge entstanden, was da für Kräfte vorhanden waren, wie das aufgeschoben. Und so male ich eigentlich. Also, und ich versuche das Essentielle, was ist das Wesentliche? Unabhängig, ob ich jetzt irgendwie einen Berg male mit verschneiten Schneehängen oder ob ich irgendwie eine düstere Meereslandschaft, egal was. Was ist der Kern? Was macht irgendwie einen Berg in diesem Licht? Was ist es? Ist es der Schnee? Was ist es? Und da setze ich an. Und das versuche ich mit möglichst einfachen Mitteln umzusetzen. Ich mache keine Skizzen. Ich habe früher kleine Studien gemacht, um mich überhaupt in das Thema einzuarbeiten. Aber bei so vielen Bergbetrachtungen und Bergbegehungen, da ist das alles intus. Also ich kann die Landschaften selbst herstellen. Das sind ja keine realen, sondern das sind die Landschaften und Berge in meinem Kopf. Oder es bin ja eigentlich ich. Ich kann mein Inneres in jegliche Form geben.
Mitten in Chur hat Konrads Frau ihr Atelier. Katsuyo taucht hier in ihre Welt ab. Eine Welt zwischen der Schweiz und Japan. Beim Arbeiten hört sie YouTube-Videos aus ihrer alten Heimat. Die Erzählungen inspirieren sie und die Sprachmelodie versetzt sie in einen kreativen Modus. Sie arbeitet mit Blei, Messing und Holz. Diese Bleiplättchen haben es ihr angetan. Sie mag das Gewicht dieser Materialien und deren Farbe. Die zierliche Einzelgängerin ist erst vor 7 Jahren in die Schweiz gekommen. Das ist Edo-Rakugo. Traditionell japanische Geschichten aus der Edo-Zeit. In Japan lernen wir darüber schon in der Schule. Edo-Rakugo wird von Männern von Generation zu Generation weitererzählt. Mein Favorit ist Kokontei Shinsho. Seine Stimme und sein Rhythmus versetzen mich in einen kreativen Zustand. So arbeite ich an meinen Werken. Kunst macht Katsuyo erst, seitdem sie in der Schweiz ist. Aus diesen Blei- und Messingplättchen schafft sie kleinformatige Collagen. Der Arbeitsprozess dauert mehrere Monate und gleicht einer meditativen Geduldsarbeit. Die Kreationen entstehen aus dem leeren Kopf, ohne ein vorheriges Konzept. Okushibas Werke erinnern an Architektur, an Fassaden und sind ein geometrisches Zusammenspiel. Zufälligerweise entdeckte ich in einem Second-Hand-Shop solche Bleiplättchen. Sofort war ich von diesem Material angetan. Zudem mag ich geometrische Formen. Quadrate, Rechtecke, insbesondere Würfel. Als ich diese Plättchen im Second-Hand-Shop entdeckt habe, musste ich sie gleich kaufen. Später zu Hause habe ich sie betrachtet und spürte, dass ich damit was machen will. Zu Hause hatte ich einige Zigarettenschachteln. Darauf habe ich angefangen, diese Bleiplättchen darauf anzuordnen. Diese meditative Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Okushiba gestaltet erst seit kurzem diese reliefartigen Collagen. Ihre ersten künstlerischen Arbeiten sind expressiv in Szene gesetzte Blumenfotografien. Arbeiten, die bald in Galerien ausgestellt werden. Doch Katsuyo ist jemand, die immer neue Wege sucht. Deshalb der Wechsel zu den Collagen. Wenn ich diese Werke erschaffe, entstehen sie aus dem Nichts. Wenn ich hier sitze und daran arbeite, nehme ich mich selbst nicht wahr. Natürlich weiß ich, dass ich es bin, der die Blei- und Messingklötze auf- und nebeneinander stellt. Ich weiß, dass ich es bin. Katsuya Okushiba, beziehungsweise jetzt Goli, die hier ist und das macht, physisch. Aber wer mir sagt, lege dieses hier und das andere dorthin, kommt aus meinem Innern. So entstehen meine Kreationen. Konrad und Katsuyo wollen heute einen Galeristen besuchen. Mit dabei immer auch ihre 2 Airedale Terrier, Uffe und Vasco. Die fast 2-stündige Fahrt führt sie von Chur über den Albula-Pass ins Engadin. Beautiful, ne? Ah, super! Pepe, Uffe! Vasco! Boah! Boah, auf dir! Supi, supi!
Oh boy. Nee, there is even sheep's up there, look. There. You have good eyes. There. Aha. No, there. Yeah. Look very carefully. Yeah. You saw it? I saw it. Whoa, you're crazy. Mm. They can actually really enjoy here. Fantastic. We have to enjoy the last warm. We feel here definitely home. Yeah. We could live like this. Yes. Kevin is also crazy nature, but here is like really in the high mountains. It's without trees. You don't see cabins. That's nice. That's nice, yeah. The dogs love it also. Yeah. Beautiful to see it. Das Künstlerduo stellt aktuell in der Galerie Staller Madulein aus. Der umgebaute Stall gilt als Geheimtipp für Kunstsammler. Grüezi wohl, Gentemarsch! Grüezi wohl. Everything okay? Ja, everything okay, yeah, danke. Super. Nice ride. Nice ride over the mountain. Ja, super, super, super. Lucky with the weather. Nee, beautiful. Make a little stop with the dog. Yeah, we are lucky. Yes. Really enjoy it. Nice ride. As always. And are you still happy? Yeah, happy. Especially Casus works on this wall, the color matches. The color matches, yeah. I think so too. It's really nice. This is true. Yeah. Super. Oh, super. Honto. And also the contrast with this. Yeah, it's well done. Die Künstler zeigen in dieser Gruppenausstellung je zwei ihrer Arbeiten und präsentieren gleichzeitig auch ein Ebenbild ihrer eigenen Persönlichkeiten. 17. January 2013 in Kyoto, in the coffee shop. I said boyfriend coffee shop yesterday. I had an exhibition at the time in Kyoto. I was surprised, to be honest. I have to go to work, but I need coffee before job. And then I was drinking coffee and smoking. And then a big guy, tall guy, suddenly came in. And then, many people surprised in the coffee shop. Who do I see sitting on the counter? You. Me. And it was like a flash. It's like, wow. I have to get to know this woman, or how can I talk to her? I mean, Japan, there are different rules. So I cannot just walk over and say, hi, I'm Conrad. I already feel he wants to talk with me, because many times he watched me. He saw me like this. I could feel. And then I ask a very simple question. I mean, if it's this, I cannot ruin nothing. I said, pardon me, can you speak English? And you all answered yes. Yes. Wir haben uns einfach sofort verstanden, als ob wir schon uns lange kennen würden. Und da habe ich sie einfach eingeladen, gefragt, ist es möglich, dass du vielleicht eine Woche oder so in die Schweiz kommen könntest, würde das der Chef oder die Chefin erlauben. Und die Großzügigkeit seitens des Chefs war da. Und dann bist du gekommen, bin ich dir abholen kommen in Zürich im Flughafen. I was in the Zurich airport and then I have to take my baggage and then I saw Conrad. Oh, this is Conrad. Because I saw him only two times in Japan. Yeah. Yeah, two times. Two times. And then tall guy with dog. I'm in Zurich. Nanka. Really not strange, but somehow nanka. I don't know Conrad very well. Nothing. But I came here. Risky. Oh, risky. Yeah. I never saw this kind of mountain, especially this Gravundo mountain, so high. I can go to the mountain by my feet
5 minutes, 3 minutes. This is crazy. This is quality of cool Gravendel. Katsuyo Okushiba wird 1974 in Osaka geboren. Der Vater betreibt eine Restaurantkette und die Mutter ist Lehrerin für Ikebana, die japanische Kunst des Blumenarrangierens. Das Mädchen wird traditionell japanisch erzogen. Als sie 3 Jahre ist, wird ihr Bruder geboren. Die zwei spielen oft Radio. Katsuyo übernimmt dabei die Rolle der Moderatorin. Mit wenig Gefallen durchläuft sie die regulären 12 Schuljahre. Dabei wird viel Wert auf Anstand und Disziplin gelegt. Katsuyo wird zur Einzelgängerin. Je älter sie wird, desto mehr stößt sie sich an den Normen und Pflichten der japanischen Gesellschaft. Sie fühlt sich eingeengt. Mit der Pubertät beginnt auch die Zeit der Rebellion gegen die Eltern. Sie fängt früh an zu rauchen und durch einen Freund kommt sie mit dem Musikstil Heavy Metal in Berührung. Angetan davon kauft sie einen Bass und wird später Mitglied einer Heavy Metal Band. In Japan wird man regelrecht zurechtgebogen, wenn man herausragt. Während der Volksschule wurde ich von den Lehrern oft diszipliniert. So habe ich früh gelernt, dass die Dinge besser funktionieren, wenn man sich den Mitmenschen anpasst. Aber erst als ich in die Schweiz gekommen bin, hatte ich den Vergleich und realisierte, dass ich in Japan gelitten hatte. Während 2 Jahren lernt sie an der Universität in Hiroshima, Kimono-Gürtel herzustellen. An dieser Kunstform gefällt der Einzelgängerin insbesondere die meditative Arbeitsweise. Die Japanerin schätzt ihr Heimatland, ist aber ohne zu zögern Konrad in die Schweiz gefolgt. Meine Mutter sagte immer, Japan ist überhaupt nicht dein Land. Als ich also Konrad kennengelernt habe, sagte sie, geh jetzt. Und sie überwies mir sofort das Geld für den Flug. Ich hatte damals nämlich kein Geld. Später habe ich es ja aber zurückbezahlt. Konrad John Godley kommt 1962 in Davos zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt ist seine Schwester bereits 3 Jahre alt. Das Kreative bekommt er von seiner Mutter in die Wiege gelegt. Sie beginnt in London ein Kunststudium, bricht jedoch ab und kehrt in die Schweiz zurück, um zu heiraten. Der Vater ist Primarlehrer. Konrad besucht bei ihm die 3. und 4. Klasse. Als Kind baut er meistens für sich alleine Sandburgen oder zeichnet. Die Fähigkeit, gut zu zeichnen, also das war das Offensichtlichste von allen Schulfächern, wo ich herausgestochen bin. Und auch die Fantasie, also da wurden ja Religionsgeschichten erzählt und dann hat man dann diese Geschichten illustriert eigentlich, oder? Und ich habe das sehr gerne gemacht, das war das, was ich am liebsten gemacht habe. Ja, das war offensichtlich, dass das meine Sache ist. Die Naturverbundenheit erbt Konrad von seinem Vater. Die Familie verbringt viel Zeit in der Natur. Als Kind taucht der Junge gerne in eine Fantasiewelt ab. Früh ist ihm klar, dass er Künstler werden will. Der Vater indes sieht darin nur ein Hobby, mit dem sich kein Geld verdienen lässt. Auf das väterliche Drängen hin absolviert Konrad das Wirtschaftsgymnasium, bricht es aber kurz vor der Matur ab. Mein Vater ist fast durchgedreht. Da hat er gemeint, vielleicht ist es die falsche Schule, vielleicht kannst du eine andere Schule. Das liegt nicht an der Schule. Ich will einfach, du kannst doch nicht so kurz vor der Matura, alles hast du da all die Jahre. Und ich, ja, sowas, also ich mach's einfach. Das war dann wirklich, also da war ein harter Fahrt mit meinem Vater. Und dann habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht für die Kunstgewerbeschule in Basel. Für eine Fachklasse muss man einen Abschluss haben, also eine Matura. Und ich hatte den nicht vorzuweisen. Doch aufgrund meiner Mappe haben sie eine Ausnahme gemacht. Also, du bist so gut und okay. Und ich konnte so dann diese 4 Jahre nach dem Vorkurs bei Franz Fédier
besuchen und das war eine der schönsten Zeiten, weil er war ein extrem toller Lehrer. Als ich diese Schule abgeschlossen hatte, hatte ich das große Glück, dass ich schon Ausstellungen angeboten bekam. Das waren jetzt natürlich nicht die größten Galerien, aber immer einigermaßen bekannte Galerien in Basel und hatte eine Einzelausstellung und habe für die damaligen Verhältnisse als junger Typ wirklich gut verkauft. Das ist, heutzutage wäre das ein bescheidener Betrag, aber immerhin hat mich das motiviert, endlich mal nach Amerika zu gehen, wo ich immer hin wollte, mit der Absicht zu malen, zu zeichnen, zu skizzieren, was ich auch anfänglich gemacht habe. Aber ich hatte die Kamera auch im Gepäck und habe dann einfach angefangen, Porträts zu machen und Leute zu fotografieren. Bin mit diesem Material nach einem Jahr, weil mir das Geld dann ausgegangen ist, mein Auto gestohlen wurde, wieder zurück in die Schweiz gekommen und habe das eigentlich ohne Absicht gewissen Leuten gezeigt. Und auch für Leute, wo ich früher, ich habe ja Storyboards gezeichnet und so aus der Werbung. Und die waren dermaßen begeistert von den Fotos, dass sie mir gerade eine Kampagne anboten, die international geschaltet wurde. Und so eigentlich bin ich einfach reingerutscht. Von 1988 bis 2005 macht er als Fotograf Karriere. Er reist um die ganze Welt und bewegt sich in der Welt der Reichen und Schönen. Für welchen jungen Mann ist es kein Traum, mit schönen Frauen vor der Kamera zu haben, der ganzen Weltgeschichte herumzureisen? Nein, das war sicher aufregend und ich war am Anfang auch eben wahnsinnig nervös, wenn ich da irgendwie so geheißen hatte, jetzt hast du da irgendwie Helena Christensen oder irgend sonst wer mal vor der Kamera und das ging dann mit den Jahren einfach in Routine über und ja. Was wirklich auch eindrücklich war, war der Nikolaus Romanow, der letzte aus der Zarenfamilie. Das war für das deutsche Vogue, das war wirklich spezielle Begegnung, also solche Begegnungen haben mir schon gefallen, auch wenn es jetzt nicht nur die Topmodels sind. Was die Topmodels anging, das sind natürlich in diesen 80er Jahren, das war die Zeit der Topmodels von Cindy Crawford und Stephanie Seymour, Naomi Campbell und Claudia Schiffer und all denen. Und lassen Sie mir so sagen, es ist, ich habe die meisten fotografiert. Konrad fotografiert seit seinem 14. Lebensjahr, macht aber keine Ausbildung. Er ist Autodidakt und ein Mensch, der bei allem, was er unternimmt, sich voll reinkniet. Models, die wurden wirklich so jung, da habe ich mich nicht mehr so wohl gefühlt. Also ich war dann ja schon 40 und mir haben die Models leid getan, wie die kamen da im Winter in Mailand mit Miniröckchen und High Heels ohne Strümpfe, blaue Haut, blaue Lippen, nur damit sie sexy aussehen und vielleicht einen Job bekommen. Und das hat mich wirklich beelendet eigentlich so. Mich hat es wirklich abgestumpft und zwar in einer Form, dass ich heute nach vielen Jahren natürlich irgendwie in einer anderen Form verarbeitet habe, aber das ist wirklich eigentlich beelendend gewesen. Sein letzter Fotoauftrag soll das Shooting mit Emmanuelle Béart werden, der französischen Schauspielerin und Mannequin. Die ist so etwas von Paranoia, also die war so scheu. Das war wirklich anstrengend, jemanden so hinzuführen, wo du denkst, dass die hat ja so viel Erfahrung vor der Kamera und das wird sicher gut. Und dann musste sie irgendwie aufbrechen, dass sie sich öffnet und das Vertrauen, das Selbstvertrauen gewinnt und dass sie selbst wieder das Gefühl hat, dass sie eben die Emmanuelle Béart ist, wie die ganze Welt sie kennt. Und das war so anstrengend, dass ich mag nicht mehr diese Motivation und it's beautiful und you look sexy und alles. Ich konnte es gar nicht mehr. Ich habe nicht mal
Das war nicht nur im Kopf oben, dass ich mir das jetzt vorgenommen habe. Ich habe in dem Moment gemerkt, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Und wenn ich es nicht mehr kann, dann werde ich auch ganz schlechte Fotos machen. Und das ist genau der Punkt, wo ich aufhören muss. Jahre ist das her. In einer Scheune in der Nähe von Chur archivieren Konrad und Katsuyo ihre eigenen privaten Kollektionen. Heute sind sie hier, weil ein Galerist an einer der frühen Blumenfotografien von Katsuyo interessiert ist. So this is the work that gallery wants to client, huh? Nach Katsuyos Ankunft in der Schweiz beginnt sie mit Blumen zu arbeiten. Konrad gefällt, was er sieht, und ermuntert die Japanerin, die Kreationen zu fotografieren. Daraus lässt sie Fine Art Prints herstellen. I love it. I really love it. When I saw this print, I was really, really happy. Now, but a little bit sad feeling. You remember, print shop. When they produced the big print, you were crying, I remember. It was quite intense moment. Like my child. But I'm happy now. Mm. I'm happy. I think this is must be the one. Yeah. Japanese anime, we have ghost anime in Japan. And main character is one eye. And one eye and body looks like, of course, totally different. But when I finished to make this one, I can just feel, I could feel, wow, one eye. Yeah, one eye ghost. Diese Arbeiten erinnern an die japanische Kunstform des Blumenarrangierens, Ikebana. Gegen diesen Vergleich wehrt sie sich. Ikebana sei streng reglementiert und lasse wenig Freiraum und Gestaltungsfreiheit zu. Genau das aber sucht die Künstlerin. Plötzlich gelangte ich an einen Punkt, an dem ich keine Blumen mehr schneiden und arrangieren wollte. Die Vasen sind eng, aber die Blumen brauchen Freiheit. Ich zwängte die Stängel einfach in die Vasen und beim Arrangieren muss ich sie beliebig in verschiedene Winkel zurechtrücken. Bestimmt leiden sie darunter, auch dass sie geschnitten werden. Ist das wirklich in Ordnung? Fragte ich mich. Mit der Zeit brachte ich es einfach nicht mehr übers Herz. Vielleicht hört sich das verrückt an, aber auch wenn die Blumen nicht sprechen können, sehe ich sie, wie sie blühen und verwelken. Da dachte ich zu mir, sie leben ja auch und konsequenterweise muss ich damit aufhören. Also sagte ich Stopp. Stopp. Der Wechsel von Japan in die Schweiz fällt ihr zuerst schwer. Nur dank Rascal, dem ersten Hund von Konrad, und den stundenlangen Ausflügen im Wald beginnt sie sich hier heimisch zu fühlen. Diese Spaziergänge im steilen und unwegsamen Gelände gefallen ihr immer besser. Daraus entsteht ein Ritual, das sie heute täglich pflegt. In dieser Umgebung vergisst sie, dass sie ein Mensch ist. Hier fühlt sie sich als Lebewesen, eins mit der Natur. Hier fühle ich mich eins mit der Natur. Wenn ich auf dem Asphalt gehe, fühle ich mich so isoliert. Und mir wird besonders bewusst, dass ich ein Mensch bin.
Aber auf dem Waldboden vergesse ich das und fühle mich als Lebewesen. Das liebe ich, egal wie oft ich das auch sage. Vielleicht ist das etwas verrückt, aber ich liebe dieses Gefühl sehr. Hi! Ufali! Ja! Hoi, Kota! Ah, danke, was ist das? Portino? Ja, we found one Portino. Old. A really old one. But I gave him Uffe. He didn't like it. You have to smell. You have to learn. Yeah, like to a learn. Truffle dog. So. Okay, like Rascal. Yeah. He was specialized on the porcinis. Genau. But you found? Yeah, only one. Too old? Big? Too old. Yeah, quite big. Mm. But too old. Why I love here, why I love our Kevin, because he decide without electric on hot water. Yeah. This is like in the old times. So that's why I was shocked to hear that first time. Hey, without the electric. No water closet. Only water, cold water, super cold. And then finally, you were taking bath in 8 degrees cold water. Starts to be normal for you. Oh, normal. And then become mountain woman. So, and without, of course, I don't use iPhone very often in Japan. Of course, I don't like it. But here, I cannot use. This is fantastic. Because we don't have really good receiving here. So. Good for us. Treasure. Yeah. So priority. Everything has its time, and the time to come here and enjoy, we have plenty of time. I think. Look, I found something. We don't have nothing than the white wine for the Swiss fondue that we were eating last February up here. Yeah, I remember. Huh? Yeah. Unfortunately, nothing. Dumpy to us. To us? Arigato. Yeah, you're welcome. Beautiful nature is one thing, but to live and to move and go shopping and see people and their habits. I mean, you were shocked about many habits of Western people. What's regarding food, what's regarding many things. She was like, oh my God, what are these people doing? Because you would never do such a thing in Japan. Beginning, a little bit regret. I regret. Because I don't know him nothing. And then we always fight small things because different culture, different language, different habit. Religion, culture, social things, it really brought us to some serious fights. But now, since the last, I would say, that was the first 3 years, maybe. So, but all again, misunderstanding, but it's all, we are like, we are one. It's like... No, wow. We are one. Oh, this is true. Really, wow. Yeah. Die Bergwelt und die Natur hat sie zusammengeschweißt. Einfach alles ist nur mehr schnell, noch schneller, wahnsinnig vergänglich, und da steht einfach etwas, und das ist natürlich der Berg. Ich sehe in ihnen Persönlichkeiten, Menschen, und trotzdem mache ich keine Porträts. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen verwinnen, aber das sind für mich so mehr Wesen, und wenn man sich darauf einlässt, man spürt es, es tut einem einfach gut, und man tankt Energie, und sie saugt einem nicht ab, wenn du irgendwie dich in den Straßen von New York bewegst, dann zapft sie dir mehr ab, als dass sie dir Energie gibt. Und hier ist es umgekehrt.
Vor 30 Jahren lässt sich Konrad von einer Freundin das erste Tattoo stechen. In der Zwischenzeit lässt er nur noch die Besten ran. Philipp Loy ist einer der weltbekanntesten Tattoo-Künstler. Gerade auch für Ganzkörper-Tattoos. Ja, in der Form tätowiert zu sein, das ist schon ein Statement. Also es ging mir nie dabei, in einem Modetrend zu folgen. Das habe ich ja nicht mal gemacht, als ich Mode fotografiert habe. Ich habe Trends fotografiert, aber ich habe sie nicht mitgemacht. Und ja, es ist ein Statement, aber es ist auch ein Statement, anders zu sein. Also nicht wie ein Teenager, der das benötigt, durch solche Formen sich aufzulehnen, sondern es ist einfach wirklich, es ist eine Abgrenzung, es ist physisch spürbar. Ich spüre das nicht nur, wenn ich mich im Spiegel anschaue, ich spüre das, es ist wirklich eine Veränderung. Und es gibt mir ein gutes Gefühl. Und es ist einfach so, dass schon viele Leute da nicht ganz klar kommen, wenn sie meine Bilder sehen und mich sehen, die bekommen das nicht ganz zusammen, weil die denken, der muss dann aussehen wie der Alpöhi, oder? Damit er solche Berge malen kann. Aber das sind alles Äußerlichkeiten und mich interessieren innere Werte und äußere, also was gerade solche Sachen angeht, überhaupt nicht. Thanks. Great. Die erste Sitzung ist durch. Bei der bevorstehenden dürfen wir nicht dabei sein. Die Körperstelle, die Konrad noch tätowieren lässt, ist nicht ganz jugendfrei. Auch sie ist tätowiert. Etwas, das in Japan nur Kriminelle machen. Die Pin-Up-Girls machen das nicht besser. I like naked woman. Beautiful. Man, ne, I think all men likes naked woman. I also like it. And I'm excited to see naked woman. I'm not. Well, you're not a lesbian. I'm not a lesbian. Just from the aesthetical. So. Beautiful, right? And maybe I have men's side. Definitely. That's why. Nebst dem, dass sie sehr eine männliche Charakter, eine Seite hat, die sehr stark ist, haben wir eben, ich habe auch meine weiblichen Seiten. Ich glaube, das hat jeder Mensch. Es fragt sich nur, in welchem Verhältnis. Und, aber dass wir da eben auch das Kindliche, dass wir machen auch viel Blödsinn zusammen und das macht unser Leben einfach viel leichter. Das ist heute. In der Schweiz macht Katsuyo die ganze Zeit eine Reise zu sich selbst. In Japan kann sie ihre Persönlichkeit nicht ausleben. Sie fühlt sich verloren und die gesellschaftlichen Erwartungen erdrücken sie. Nicht zuletzt deshalb hört sie damals mit dem geliebten Bassspielen auf. All das hat sie hinter sich gelassen. Die Freude ist zurückgekehrt. Jetzt hat sie auch wieder angefangen, Musik zu machen. Emanzipiert lebt sie ihre Persönlichkeit heute auch in ihrer alten Heimat aus. Seit ich in der Schweiz bin, sage ich Konrad immer, habe ich zu mir selbst gefunden. In Japan war ich ein gemaltes Ego. Ich habe mich stark geschminkt, schöne Kleider angezogen. Aber als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich dieses Ego nach und nach abgestreift. Und meine Denkweise habe ich abgelegt. Die neue Katsuyo Okushiba Godly steckt ihre Energie in die Collagen. Diese ziehen den Betrachter in den Bann und lassen ihn nicht mehr so schnell los. Diese Werke seien der 7-jährige Dialog, den sie mit der Natur und in der Schweiz geführt habe.
Ich glaube daran, dass ich alles in mir drin habe, was ich brauche, um Kunst zu machen. Und das lasse ich raus. Mir geht es nicht darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder auch nicht darum, mich auszudrücken. Vielmehr ist es mein Wunsch, das, was in mir verborgen ist, still rauszulassen. Einfach rauslassen. Bei einer neuen Serie kommt er am Anfang nur zaghaft voran. Je länger er sich damit auseinandersetzt, desto mehr kommt er in den Fluss. Die Ölfarbe ist ein Naturprodukt, das seinen Bildern die notwendige Lebendigkeit verleiht. Und es verändert sich, wenn es trocknet. Deshalb malt Konrad John Godley nur damit. Das Bild ist fertig, wenn es mir gefällt. Und das spüre ich dann. Irgendwann ist der Punkt. Und diesen Moment, den darf man nicht verpassen. Weil es kann dann mit einem Pinselstrich zu viel oder je nachdem mit etwas noch zu versuchen oder zu verbessern, dann ist es am Schluss schlechter als zuvor. Also man muss diesen Punkt eigentlich abschätzen können. Und das habe ich jetzt in all den Jahren eigentlich so weit raus, dass ich weiß, jetzt ist genug. Hochkonzentriert und mit viel Körpereinsatz kreiert er seine Werke. Ein Bild entsteht in wenigen Stunden. Ja, es sind eigentlich Selbstporträts. Und ich kann eigentlich, was ich fühle, dem kann ich irgendwelche Form geben. Also ich kann das in eine Form bringen, die halt nach einem Berg aussieht oder einem Meer. Oder ich kann das aber auch in ganz andere Formen bringen. Das sind einfach Sachen. Es ist das, was jetzt auf der Leinwand ist, ist eigentlich das, was ich von hinten nach außen kehre. Und ob das ein Berg ist oder was anderes, das ist gar nicht das Schwierige. Es ist mehr der Moment, an was ich momentan arbeite. Und ich glaube, dass Erklärungen oder Worte unnötig sind für meine Bilder. Also man steht vor ihnen und man spürt mich, hoffentlich. Und man spürt die Kraft, die auch physisch in diesen Bildern letztlich steckt. Und dass man das durch diesen Pinselstrich und dass man das einfach spürt und dass das einem etwas gibt, wie das vielleicht ein Naturerlebnis einem geben kann. Er sieht sich nicht als Bergmaler. Aber für die aktuelle Ausstellung in London thematisiert der Maler wieder Bergwelt. Deshalb der Titel Nevertheless. Für ihn bedeutet das nichts anderes als, man kann es mögen oder nicht. Konrad konnte sich nie vorstellen, in der Kleinstadt Chur zu leben. Das hat sich ergeben, als er aus Mailand in die Schweiz zurückkehrt. Katsuyo fühlt sich hier wohl. Also stimmt es auch für ihren Mann.